Hallo YouTube, heute werden wir einen kleinen Einstieg in die Klassen nehmen. Das ist objektorientiertes Programmieren. Und wir werden uns damit beschäftigen, um dann später sowas wie Methoden überschreiben und virtuelle Methoden und so weiter besser verstehen zu können. Heute wollen wir uns nur kurz anschauen, wie man eine Klasse aufbaut und wofür man eine Klasse braucht. Eine Klasse ist normalerweise etwas, was ein Objekt in unserer Realität verdeutlicht. So ist nicht alles, was wir hier sehen, ein Vorgang. Man kennt zwar Vorgänge, zum Beispiel ich spreche gerade oder der Schall schwingt durch den Raum oder die Video hier vorne, das ändert sich, da entsteht auf einmal irgendwas. Das sind alles Vorgänge, aber das, worauf ich gerade male, das, woraus meine Sprache kommt, wo meine Sprache übertragen wird, das sind alles Objekte. Das ist Luft, das ist mein Mund, beziehungsweise mein ganzer Körper, das ist der Bildschirm hier vor euch. Das heißt, Objekte sind eigentlich das, was unsere Welt ausmacht und was die Objekte machen, das ist das, was dann wieder, was wir dann auch programmieren mit Funktionen. Das sogenannte prozedurale Programmieren. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen objektorientierten und prozeduralen Programmieren. Prozeduales Programmieren ist einfach nur Methoden schreiben die ganze Zeit und die machen einfach alle irgendwas. Der macht das und der verschiebt den Int, der macht den größer, der macht irgendwas. Und dann gibt es noch, ich erstelle mir ein Objekt und mit dem Objekt repräsentiere ich die Realität. Und man darf jetzt nicht verwechseln, ob eins besser oder schlechter ist. Man sollte definitiv sagen, mit prozeduralem Programmieren ist man eigentlich schon am Ende. Man kann schon alles programmieren, was man so in der Welt sieht. Aber mit Klassen und Objekten kann man sich Modelle erstellen, die sinnvoller für uns Menschen sind. Und warum sind sie sinnvoller für uns Menschen? Naja, wir Menschen denken objektorientiert. Das ist halt so. Das ist vielleicht unsere Stärke, vielleicht unsere Schwäche. Aber wir denken in einzelnen Objekten. Und das kann jetzt so ein Quader sein, das kann eine Sphäre sein. Und wir ordnen diesen Objekten bestimmte Eigenschaften zu. Zum Beispiel eine Länge, eine Breite, eine Dicke. Hier vorne wahrscheinlich eher ein Radius. Und aus diesen einzelnen Eigenschaften konstruieren wir unsere Objekte. Und genauso machen wir das auch in der Programmiersprache. Wir fangen hier an, eine Klasse zu deklarieren, indem wir auch wirklich hinschreiben, wir wollen eine Klasse haben. Also das englische Wort dafür ist Class. Und diese Klasse kriegt auch noch einen Namen wieder mal. Das heißt, diese Class können wir dann einmal zum Beispiel eine Sphere nennen, also Sphäre, also ein Kreis in drei Dimensionen sozusagen. Und dann machen wir auch, wie bei allen Sachen, die wir deklarieren, und nicht nur, Entschuldigung, bei allen Sachen, die wir definieren und nicht nur deklarieren, machen wir auch noch die geschweiften Klammern hinter. Natürlich könnten wir das ohne die geschweiften Klammern machen, dann würden wir es aber nur deklarieren und nicht definieren. So, dann dahinter kommt ein Semikolon, das ist eine große Veränderung. Bei Funktionen kommt dahinter kein Semikolon. Es hat was damit zu tun, dass das hier sozusagen ein abgeschlossener Bereich auf unserem Computer sein wird. Dazu aber später noch mehr, wenn wir uns die ganzen Sachen nochmal genauer anschauen. In diese Klasse können wir dann irgendwelche Sachen reinschreiben. Zum Beispiel hat eine Sphäre eigentlich nur ein Double R, ein Double Radius, aber eine Sphäre kann noch mehr haben. So kann eine Sphäre zum Beispiel noch eine Funktion haben, die uns die Fläche gibt. Das heißt, get area als Funktion. Ich werde sie hier mal nur deklarieren, nicht definieren, oder ich kann sie auch definieren. Das heißt, get area und get volume. Und die Formel dafür ist einmal, was wollen wir hier zurückgeben? Naja, eine Area, das heißt, das hier muss ein Double sein. Und Volume ist auch ein Double. So, das sind schon mal unsere Return-Typen. Das sind Return-Typen, Name, Klammer auf, Klammer zu. Da brauchen wir nichts für, denn das ist was, was wir vom Objekt selber schon wissen. Und dann können wir hier reinschreiben, was wir auch immer haben wollen, was das zurückgeben soll. Zum Beispiel Return und dann 3,14. Dann mal r mal r, also Pi r Quadrat. Oder hier vorne dementsprechend Return. Und hier vorne bräuchten wir 4 Drittel Pi r Quadrat. Das heißt
ungefähr 4,189 mal R, schon R hoch 3 natürlich, R mal R mal R. Und das wäre dann sozusagen unsere beiden Funktionen. Die eine Funktion würde uns ungefähr zurückgeben, was die Fläche ist, die andere Funktion ungefähr, was die innere das innere Volumen ist. Natürlich nur hier vorne genähert. Man kann das natürlich auch noch genauer machen. Hier werden wir es gerade nicht genauer machen, sondern das hier wird unsere Genauigkeit sein. Aber das kann man in eine Klasse reinschreiben. Das heißt, eine Klasse kann sowohl ganz normale Variablen haben, wie zum Beispiel diesen Double R, als auch Funktionen, wie zum Beispiel diesen Double GetArea. Also die Funktion getArea, die einen Double returnt und die nichts braucht. Und diese Funktion getVolume, die einen Double returnt und nichts als Eingabe braucht. Interessant ist jetzt noch, hier vorne haben wir einen Double R und der ist überhaupt gar nicht definiert worden. Der ist nur deklariert worden, hier vorne aber niemals definiert worden. Und dafür können wir einen sogenannten Konstruktor bauen. Aber jetzt gerade möchte ich mich noch nicht über Konstruktoren, Destruktoren und Zuweisungsoperatoren und solche Sachen unterhalten. Das wird noch kommen, keine Sorge. Da werden wir noch drüber sprechen. Erst einmal werde ich es einfach so lassen, als wäre das hier schon unser endgültiges Konstrukt, das wir haben. Interessant sind auch zwei Sachen, die ich noch sagen werde. Und zwar einmal kann man das hier auch als Struct deklarieren. Das ist eine öffentliche Klasse. Und die andere Sache ist, was ist überhaupt eine öffentliche Klasse? Ich habe nämlich noch eine Sache vergessen, die hier eigentlich noch hin könnte. Und zwar nämlich ein sogenanntes Stichwort Public. Und dieses Stichwort Public und danach ein Doppelpunkt sagt uns, dass wir etwas in einer bestimmten Öffentlichkeitsstufe haben wollen. Beziehungsweise diese Stufe ist öffentlich. Public heißt öffentlich, ist auch die englische Translation davon. Und das heißt, dass jeder, der diese Klasse hier hat, kennt, darf diese Funktion hier vorne aus dieser Klasse benutzen. Das heißt, jeder darf sich eine Sphere S anlegen und dann darf dann ausrufen S.getArea. Das darf jeder machen. Das kann aber auch so sein, dass wir dieses Public nicht hier vorne hinschreiben, sondern zum Beispiel erst hier unten hin. Hier unten hin. Und wenn wir das dann so machen würden, wäre der erste Teil automatisch privat. Das heißt, was wir dann nicht machen dürfen, ist S.R gleich gleich 2. Das geht dann gar nicht, weil das hier privat ist. Dieser Bereich hier vorne, das R aus S ist privat. Das würde unser Compiler uns auch melden. Der würde sagen, nö, das geht nicht. Hier wird versucht, auf eine private Date zuzugreifen. Bla bla bla. Und das dürfen wir gar nicht. Das ist schon mal absolut verboten. Das heißt, normalerweise ist alles in einer Klasse erstmal privat. Das darf nur die Klasse anfassen und Freunde der Klasse. Über Freunde werden wir auch noch sprechen. Ja, wir haben noch ganz viel, über das wir sprechen müssen. Aber das darf erstmal nur die Klasse anfassen, was privat ist. Dann gibt es noch Protected. Das dürfen nur Unterklassen anfassen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Hat was mit Erbschaft zu tun. Da müssen wir aber noch ganz viel über Aggregation und Komposition und solchen Sachen sprechen. Also da gibt es auch ganz, ganz viel, keine Sorge. Aber wir werden uns das alles durchgehen. Und dann gibt es hier diese Öffentlichkeit. Das heißt, es gibt einmal Private, sozusagen nur für die Klasse selber. Dann Protected. Das ist nur für Unterklassen, geerbte Klassen, über die wir noch sprechen werden. Und dann gibt es noch Public, das darf jeder. Das heißt, auch irgendeine Int Main darf das hier vorne. Das heißt, aus dieser Klasse Sphere können wir uns mehrere Objekte zusammensetzen. Wir könnten jetzt auch eine Sphere S, eine Sphere D, eine Sphere KLP, eine Sphere Affe zusammensetzen. Und das wären dann mehrere solche Kugeln, von denen wir sowohl die Fläche als auch das Volumen herausfinden könnten. Das ist schon mal ganz interessant. Aber es ist noch nicht alles, was man mit Klassen machen kann. Mit Klassen kann man wirklich unglaublich viel machen. Und heute wollen wir das Ganze nur anschneiden. Das ist absichtlich so gemacht, dass wir es heute nur ganz kurz anschneiden, was eine Klasse ist, damit wir schon mal ein bisschen weiter über Funktionen reden können. Und hinterher werden wir dann zu Klassen nochmal zurückkommen, mit dem Wissen, was wir über Funktionen gesammelt haben. Und dann werden wir alles richtig verstehen können und ganz verstehen können. Da fehlt aber erstmal noch ein
großes Teil Verständnis. Und deswegen werde ich dieses Video auch relativ kurz halten, nur 10 Minuten, wie wir es hier gerade sehen. Und wir reden nochmal darüber, wie man eine solche Klasse deklariert. Eine Klasse deklariert man mit dem Stichwort Class, genauso wie das Stichwort If, Stichwort Switch, Stichwort For, Stichwort While und so weiter. Es gibt ganz viele Stichwörter. Eins davon ist Class. Hier vorne sagen wir, wir wollen eine neue Klasse deklarieren. Dann geben wir den Namen der Klasse. Und theoretisch könnten wir hinterher noch Erbschaften bauen, aber die Erbschaften werden wir uns erst später anschauen. Das heißt erstmal Klasse, Name, dann kommen hier die geschweiften Klammern, um die Klasse zu definieren. Und abgeschlossen wird das Ganze mit einem Semikolon. Bitte aufpassen, eine Klasse wird immer mit einem Semikolon abgeschlossen. Da vertut man sich oft, aber eine Klasse mit einem Semikolon, eine Funktion ohne Semikolon. Weil eine Funktion kann nämlich zum Beispiel wie hier auch in einer Klasse drinstehen. Dann können wir in einer Klasse können wir einzelne Felder deklarieren, das heißt einzelne Doubles, einzelne Ints, einzelne Bools, möglicherweise auch andere Klassen hier drin. Hier drin könnten wir zum Beispiel ein Rectangle A deklarieren oder so, wie wir es auch mal wollen. Und dann können wir auch noch Funktionen deklarieren da drin. Das heißt zum Beispiel hier diese Funktion Double Get Area oder diese Funktion Double Get Volume, jeweils ohne Eingabe, und die uns dann irgendwas zurückgibt. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben bei einer Klasse. Wir haben die Möglichkeit, einfach nur Felder reinzuhauen und Funktionen reinzuhauen. Das heißt, was wir haben in C++, das ist jetzt ein Unterschied zu anderen Programmiersprachen, ist, wir haben einmal unseren Gesamtspeicher, und da drin liegen dann Funktionen, die ungeordnet sind. Das heißt, eine Funktion wie main oder eine Funktion wie foo oder do oder wie auch immer wir die benannt haben, das sind Funktionen, die hier einfach so drin liegen. Aber es gibt zusätzlich gibt es noch Abschnitte, die ganze Klassen sind. Das heißt, da haben wir dann einmal eine dicke, fette Klasse. Das ist dann die Class Sphere. Und eine Klasse kann dann selber nochmal Nebenfunktionen und möglicherweise auch Werten wie den Int i und Double p, kann auch eine Klasse solche Werte haben. Und das heißt, auch eine Class Sphere kann ein Int i drin haben oder ein Double r. Ich sollte vielleicht beim Beispiel bleiben. Das heißt, ein Double r. Und auch Funktionen wie zum Beispiel Double Get Area. Das heißt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, was unsere Sphäre machen kann. Das heißt, einmal haben wir hier diese ungeordneten Funktionen mit den ungeordneten Feldern, und einmal haben wir hier diese Felder und Funktionen, die in einer Klasse geordnet sind. In Java zum Beispiel ist das so, dass wir nur noch Klassen anlegen können, und diese ungeordneten Funktionen können wir dort gar nicht mehr anlegen. Dort ist alles eine Unterklasse der Klasse Objekt, und dort können wir keine einfach so mehr Funktionen hinschreiben. Aber man kann da schöne andere Sachen machen, also keine Sorge, darüber werden wir auch noch sprechen. In C++ kann man aber solche ungeordneten Funktionen hinschreiben, wie die Funktion main, foo oder do, die einfach irgendwas machen. Und auch irgendwelche Variablen hinschreiben. Das heißt, ich kann sagen, ja, ich möchte gerne ein int i haben, danach möchte ich eine void f haben und danach möchte ich eine class c haben. Das geht alles. Alle drei Sachen kann ich einfach so hinschreiben. Während ich in einer Klasse kann ich sowohl Felder, das heißt ein int i und eine void f machen. Und in einer Funktion kann ich selber Felder reintun. Das heißt, den int i kann ich da reintun. Natürlich kann ich in einer Funktion auch andere Felder machen. Zum Beispiel Felder, die dann selber auf eine Klasse zeigen oder ein Teil der Klasse sind. Ein Objekt aus dem Typ der Klasse. Das heißt, ich kann drei Sphären haben. Und davon kann ich mir eine anlegen. Eine Sphäre ist aber ein übergeordneter, abstrakter Begriff. Und wenn ich eine Klasse deklariere, lege ich fest, was jede einzelne Sphäre zum Beispiel machen kann. Oder jede einzelne Maus machen kann.
Und das kann ich dann durch den Begriff der Klasse festlegen. Eine Klasse ist nicht nur ein Objekt. Das ist das, was man vielleicht falsch sehen könnte. Wenn ich eine Klasse Monitor anlege, meint das nicht nur meinen Monitor, sondern es meint eine generelle Beschreibung von Monitoren. Das heißt, eine generelle Beschreibung, Monitor kann zum Beispiel was abbilden, Monitor hat einen Preis, Monitor kann an- oder ausgeschaltet werden und so weiter. Solche Sachen stehen dann in der Klasse drin. Und wenn ich dann will, dass ich meinen Monitor mache, dann muss ich sagen, ja, ich möchte gerne ein neues Objekt aus der Klasse Monitor haben. Das heißt, ich möchte gerne einen Monitor von The Nilsson haben. Und dann erst habe ich ein neues Objekt, das heißt The Nilsson, aus dem Typen Monitor, beziehungsweise hier ohne diese Klammern hier vorne. Dann hätte ich zum Beispiel ein neues Objekt Monitor, das dann mein Monitor wäre. Die könnte ich dann irgendwie verändern und dann sagen, ja, das ist jetzt mein Monitor. Generell ist Monitor aber erstmal eine übergeordnete Klasse. Genauso ist Sphäre hier vorne eine übergeordnete Klasse. Natürlich gibt es mehrere Sphären mit mehreren verschiedenen Radien und vielleicht auch unterschiedliche Dichteverteilungen oder so. Aber die Klasse Sphäre ist dabei eine übergeordnete Klasse, eine Generalisierung von Sphären, genauso wie Monitor vorne Generalisierung von Monitoren ist. Interessant ist aber wirklich, was in solchen Sachen deklariert werden kann. Es gibt einmal die normalen Felder, in die wird nichts rein deklariert. Dann gibt es hier vorne die Funktionen. In den Funktionen können wir irgendwelche Felder deklarieren. Das heißt, innerhalb einer Funktion können wir neue Felder aufbauen, Felder abreißen und so weiter. Und dann gibt es noch Klassen. Klassen selber haben Felder und Funktionen. Das heißt, in den Funktionen einer Klasse kann ich nochmal neue Felder natürlich wieder aufbauen. Und das ist dann sozusagen die Hierarchie. Die Felder sind die grundlegendste Form. Darauf aufbauend sind Funktionen. Und darauf aufbauend sind dann wieder die Klassen. Und das ist eine ganz interessante Sache. Denn da sieht man ganz eindeutig, dass die Sprache, die Programmiersprache, entstanden ist. Die kam nicht einfach aus dem Nichts, sondern ist nach und nach entstanden. Zuerst hatten wir nur diese grundsätzlichen Int-Is hier vorne, mit denen wir gerechnet haben. Das war dann noch damals, als die Computer noch mit Papier, gestanztem Papier und so weiter gearbeitet haben, wo dann die Bits in das Papier reingestanzt wurden und so weiter. Solche Sachen. Und dann ging das Ganze weiter und irgendwann wurden die ersten Programmiersprachen entwickelt und die hatten dann sogenannte Funktionen, eine ganz neue Entwicklung damals. Und in den Funktionen konnte man dann irgendwas machen mit den Variablen. Das heißt, man konnte ganz viele Arbeitsschritte zusammenfassen in einer Funktion. Und dann der neueste Schritt zur Objektorientierten hin. Dort konnte man dann Objekte definieren, die mit Feldern und Funktionen arbeiten. Und man konnte sich dann einzelne Objekte anlegen. Und wer weiß, vielleicht in 50, 100 Jahren, vielleicht haben wir dann hier noch einen nächsten Schritt, wo wir dann, keine Ahnung, Überfelder haben oder was weiß ich, oder Prozessoren oder was auch immer wir hier unten drunter kriegen. Aber alles ist möglich. Bisher haben wir diese drei Stufen, einmal die ganz normalen Felder, dann die Funktionen, in denen wir Felder benutzen können, und die Klassen, in denen wir sowohl Felder als auch Funktionen mit Feldern benutzen dürfen. Also, nochmal ganz kurz drüber gehen. Eine Klasse legen wir an, indem wir das Stichwort setzen, dann den Namen und dann die geschweiften Klammern abgeschlossen mit einem Semikolon, um darzustellen, dass es eine Klasse ist. Es gibt in einer Klasse dürfen wir sowohl Felder als auch Funktionen benutzen und wir werden noch darüber sprechen, was besondere Funktionen wir benutzen dürfen, wie zum Beispiel den Konstruktor, Destruktor, Kopierkonstruktor, Zuweisungskonstruktor, da gibt es ganz viele Sachen. Und dann gibt es noch verschiedene Stufen der Öffentlichkeit innerhalb von einer Klasse. Einmal privat, private, das heißt nur die Klasse selber darf die benutzen. Protected, das heißt nur Unterklassen dieser Klasse dürfen die benutzen. Und dann public, das heißt jeder darf das benutzen. Zuerst einmal werden wir sehr viel mit public arbeiten, da wir sonst überhaupt gar nicht an die Funktion rankommen, bis wir darüber sprechen, was zum Beispiel Friend ist oder was Erbschaft ist. Dann eine Klasse baut man auf, indem man den Klassennamen schreibt und dann nennt, wie man das Objekt haben will. Das heißt, das ist der Klassenname, der generelle, und das hier ist der Name des Objekts aus der Klasse, das wir benutzen wollen. Zum Beispiel, das ist die Sphäre Billy oder das ist die Person Billy und die Person soll jetzt mal irgendwas schreiben. Dann könnte ich sagen, das ist die Person
B, ich kürze das jetzt mal ab für Billy, und dann will ich, dass B irgendwas schreibt, das heißt B.write könnte ich dann zum Beispiel machen. Genauso kann ich hier sagen S.getArea für die Sphäre, die meine Sphäre S, und ich kann versuchen, den S.radius auf 2 zu setzen, gleich 2, nicht gleich, sonst wäre es im Vergleich. Aber hier vorne an das R komme ich ja überhaupt gar nicht ran, weil das hier vorne privat ist. Das heißt, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Das hier soll mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen nichts anderes sein als eine kurze, anschneidende Einleitung. Es soll nicht ausführlich euch über Klassen unterrichten. Das werden wir noch machen müssen. Aber ich wollte schon mal einen kleinen Einstieg zu Klassen schon mal vorwegnehmen. Nur damit wir uns schon mal ein bisschen mit dem Konzept vertraut machen. Damit wir über andere Sachen, über spezielle Funktionen, Operatoren und so weiter leichter reden können. Nur dafür. Und das wird uns in den nächsten Tagen aber noch verfolgen. Also keine Sorge. Falls ihr die Klasse jetzt noch nicht richtig verstanden habt, was die macht und wofür die da ist, keine Sorge, wir werden noch sehr viel mehr über Klassen sprechen. Und das hier war nur eine kurze, kleine, anschneidende Einleitung. Wir sehen uns hoffentlich trotzdem beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss.